Ja, wenn Sie mal einen Iveco Daily 4x4 kaufen, achten Sie bitte auf die richtige Bereifung. Ich zeige es mal gerade hier unten. Besonders effizient im Gelände sind Raupen- oder Kettenantriebe. Ich grüße dich ganz herzlich. Wer bist du? Ich bin der Ralf Stefan von der Firma Trag Spezial. Und wir beschäftigen uns mit Sonderausrüstung, also dann diese Dinge, die es dann nicht ab Werk gibt, sondern die wir einfach dann bei uns nachrüsten. Kann man das auf der Straße fahren? Ja, das hat absolut dann mit Straßenzulassung bis technisch gesehen 50 km/h. Wir werden das irgendwo begrenzen bei 45 km/h. Da müssen dann noch Radabdeckungen oder Raupenabdeckungen drüber. Ne? Aber mit 25 km/h kann man dann im Prinzip jetzt schon so, wie er hier steht, auf der Straße fahren und auf das Auto. Okay, das heißt, macht ein Schild dran, 25 km/h, da ist das praktisch wie so ein Nutzfahrzeug, landwirtschaftlich oder so? Genau, in die Richtung geht es dann. Ne? Von daher hat eigentlich nur mit den Abdeckungen zu tun, technisch gesehen kein Problem. So, wir gucken uns das gleich mal näher an. Wer uns hier hingeschleppt hat, ist der Mann von Füss Mobile. Dich habe ich gedreht in Friedrichshafen. Ja, letztes Jahr. Ich bin der Frank von der Firma Füss Mobile. Hallo auch. Grüß dich, Frank. Hallo. Ja, wir haben eine Kooperation hier mit der Firma Truck Spezial und ja, arbeiten da ganz gut zusammen. Und wie man hier sieht, gibt es jetzt so Multifunktionsplattform hier oder das Ganze vielleicht in Verbindung mit einem hydraulischen Hakengerät. Dann kann man da Wechselaufbau da aufziehen. Das Ganze im Winter auf, für die Skifahrer vielleicht. Man kann durch den sehr geringen Flächendruck der Raupe kann man über Schnee fahren, kann im Schlamm fahren, bis problemlos 100% Steigfähigkeit im Gelände. 100 ist wie viel Grad? 45 Grad. Cool. So, dann erstmal dir vielen Dank. Du gehst zurück, ich komme gleich nochmal zu dir. Alles dann gut. Zeigen wir das auf deine Box und du kannst mir jetzt mal ein bisschen was erklären. Was habt ihr denn verändert hier bei dem? Also grundsätzlich ist das Basisfahrzeug ein Iveco 4x2 mit maximalem Gesamtgewicht von 5 Tonnen. Das Fahrzeug kann ich ablasten runter bis circa, also bis auf 3,5 Tonnen. Auch geeignet für die neue Variante 4,25 Tonnen, sofern sie kommt. Dann haben wir hier von der Firma Achleitner ein Allrad verbaut mit Verteilergetriebe, Untersetzung. Darf ich dir echt was sagen? Habe ich noch nie gesehen in Iveco. Normal kauft man die ja als 4x4 fix und fertig. Und hier ist ein Achleitner Allrad drin. Ja, richtig, ne, weil wir bekommen im Original 4x4 nicht alle Varianten. Ne. Also, hier sieht man das sehr schön. Das Verteilgetriebe, ist das leise? Das ist leise. Er lacht. So, ich guck mal gerade. Da vorne ist das Verteilergetriebe, was du drauf hast. Der hat eine Wandlerautomatik oder ein Schaltgetriebe? 8-Gang ZF Wandlerautomatik. Also Wanderautomatik mit drin. Was ist denn jetzt das Schwierige hier an so einem Antrieb? Weil der wird ja schon belastet, oder, beim Fahren? Das ist richtig, aber schwierig. Es ist relativ einfach sogar. Ne? Dieser Raupensatz wird im Prinzip nur draufgeschraubt, wie eine Felge auch. Ne? Ich kann das Ganze in einer Stunde wieder umbauen und dann ist er ganz normal auf seinen Rädern. Echt? Das geht? Ja, das geht, ne? Weil das ist ja auch der Sinn der Sache, dass, sage ich jetzt mal, auch in dem Thema Nachhaltigkeit, klingt jetzt vielleicht in Verbindung mit so einem Rauberfahrwerk komisch, aber ich kann das Fahrzeug einfach das ganze Jahr einsetzen, ne? Und habe ihn in einer Stunde, wie gesagt, wieder umgebaut, ne, auf Räder. Und das macht es natürlich aus am Ende des Tages. Was kann jetzt der 4x4-Antrieb von Achleitner mehr als der Originalantrieb aus deiner Sicht her? Warum habt ihr genau den genommen? Nochmal kurz, du hast eben schon gesagt, nicht alle Varianten. Aber was meinst du damit? Also es ist eigentlich so, dass mal der Werksallrad und der Achleitner-Allrad von der Technik her komplett gleich sind. Wir haben immer permanenten Allradantrieb, wir haben immer ein Verteilergetriebe drin. So gesehen gibt es da jetzt erstmal keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist einfach das, ich bin von der Anzahl der Fahrzeuge oder der Anzahl der Varianten, die ich beim Werks 4x4 bekomme ab Werk, einfach eingeschränkt. Da habe ich 5,5 Tonner und einen 7 Tonner, habe nur die 180 PS Maschine und die Varianten drumherum kann ich jetzt mit 8 Leitner im Prinzip auffüllen. Hier haben wir die Maschine mit 210 PS und wir haben hier auch eine Luftfederung an der Hinterachse. So, all das geht nämlich nicht. Da ist Blattfeder hinten drin, dann ist die Bodenfreiheit, das ist ja eine riesige Portalachse quasi. So sieht es im Prinzip aus wie eine riesige Portalachse. Ne? Wenn ich ihn wieder auf die Räder stelle, habe ich natürlich ein ganz normales Fahrzeug. Ja? Und wie gesagt, der Vorteil ist halt hier, was sich auch sehr gut fährt, hier die Luftfederung.
mit dem adaptiven Fahrwerk drin. Also ich kann hier die Dämpfer noch verstellen. So, jetzt hast du hier eine Plattform drauf gemacht. Sieht auch schick aus. Das ist eigentlich so unsere neue Idee dahingehend, dass wir sagen, okay, den Daily auch ein bisschen attraktiver in Richtung Pickup zu machen. Ja, hier war die Idee dann, die von den Kabinen diese hochgeländegängige Lagerung zu übernehmen und auf diese Lagerung dann die Plattform, multifunktionale Plattform zu setzen, um dann für alle möglichen, die sich hier betun wollen, im Freizeitbereich eine Basis zu bieten, wo sie ihre Aufbauten und Ausrüstungen anbringen können. Der kann sich vorne verbinden, sehe ich gerade, oder? Der kann sich und das soll er ja auch. Ne? So, der ist mit drin. Also, das bedeutet, Einsatzpunkt hier zum Beispiel, irgendwelche kommunalen Betriebe, die extreme Bedingungen haben, zum Beispiel Winter oder Berge, ja. Sowas in der Art? Auch in der, das ist komplett denkbar, ne? Von daher, also im Gewerbe. Am Meer Bereich, zum Beispiel? Überall. Überall. Also am Strand wurde... Strand, ne, Sand, alles, funktioniert alles. Ist auch ein super Bergefahrzeug eigentlich, oder? Eigentlich ja. Ne. Wenn du mal guckst vom Drehmoment, ist das ja super. Auch, genau, wird natürlich unheimlich erhöht, ne, Faktor 2. Von daher her ist natürlich ausreichend Kraft da. Da darf ich mal reingucken, wie das gemacht ist mit den Sperren. Gerne. Also wie die Schalter sind, ich kenne ja die Originalschalter, die da sind. Wir haben hier in der Mitte unten die Leiste drin, wo Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkommen soll. Das ist Frechheit. Ich habe ja beide Hände. Da ist die Leiste. Warte mal, ich guck mal gerade, ich fädle mal gerade meine Kamera hier ein. Und da ist die Leiste. Und da habe ich das genau das Gleiche wie bei dem anderen auch. Ich habe auch einen Kriechgang, habe ich auch? Kriechgang ist auch drin. Ne? Ich kann das Verteilergetriebe untersetzen. So, hier sieht man auch ein Kontrollgerät, was schon drin ist. Das heißt, das ist für den kommunalen Betrieb, kann auch ziehen. Das ist der Vorteil. Das heißt, du kannst eine Kupplung da machen. 3,5 Tonnen Anhängelast. Kein Problem. Ja. So, hier was hat der? Haben wir das von dem neuen Air Pro Fahrwerk, die Steuerung für die Luftfederung. Das ist ganz neu, das kenne ich noch gar nicht. Neu. Ja. Also das hier ist jetzt der erste Allradumbau, ne, mit dem neuen Air Pro Fahrwerk. Von wem ist das Fahrzeug geliefert worden? West? Oder? Nein, Iveco rein Nutzfahrzeuge. Rein Nutzfahrzeuge, ja. Das heißt, ihr seid kein Konzernbetrieb von Iveco, ihr seid selbstständig. Ihr seid Händler. Ja. So, nochmal bitte den Namen von euch. Rein Nutzfahrzeuge. Iveco rein Nutzfahrzeuge. Also wenn man das googelt, Iveco rein Nutzfahrzeuge, genau. Ihr kennt euch damit aus. So und Truck Special, das bist du. Das bin ich, ja. Da machen wir dann alle diese Dinge, die wir nicht ab Werk bekommen. Ne? Das heißt, wir haben ja von Iveco aus immer einen gewissen Werkslieferumfang. Und das, was dann darüber nicht abgedeckt werden kann, ne, rüsten wir dann nach oder um. Das macht Spaß, oder? Das heißt, die Frage ist jetzt, wie kriegen die Leute Kenntnis davon, dass du sowas hast? Weil das ist ja auch in der Kommunikation, schreibst du die an, die kommunalen Betriebe, sind ja doch 10.000, oder? Das ist richtig, ja. Es ist natürlich eine zum Teil gewachsene Geschichte, ne, wo wir das jetzt mal einfließen lassen und da einfach mal loslegen. Wir waren jetzt zum Beispiel mit dem Raupenfahrwerk auf der Interalpin in Innsbruck. Ne, es gibt so Fachmessen, gell? Gibt so Fachmessen, genau. Ne. Und wie kam der an? Und da, sage ich mal, hätte man richtig Geld verdienen können, wenn wir für jedes Foto 50 Cent verlangt hätten. Ne? Ja, du hast jetzt einen ganz blöden Standplatz hier gewählt. Ja. Ich zeig's mal gerade. Das ist die Haupteinfahrtschneise. Leute kommen hier rein, gehen auf das Auto. Social Media ist dein Freund, oder? Ja, so ist es. So, daneben haben wir jetzt ein Original, 180 PS Allrad. Originalwerksallrad, genau. Mit 180 PS. Ne? So, und da hier können wir gleich mal was zeigen. Automatikgetriebe. Ist da eine FÜS hinten drauf? Bitte? Ist da eine FÜS-Kabine? Ja. Okay, dass wir das mal sehen. Also ich liebe ja dieses Fahrzeug. Was hast du hier für eine Bereifung drauf? Wir haben hier den 305er MT-Bereifung drauf, 305-70 auf einer 19,5 Zoll Felge. Gut, das heißt, die sieht so aus wie Einzelanfertigung, oder? Im Prinzip ja. Ne? Das ist praktisch Fahrzeug Nummer 1 hier, wo wir mal diese ganzen Dinge getestet haben. Sag mal, Traglast von den Reifen? Wir haben hier keinerlei Einschränkungen. Wir liegen hier beim Reifen bei 3 Tonnen. Das heißt, wir müssen das Fahrzeug nicht ablasten und wir haben auch keine Einschränkungen in der Achslast. Das Fahrzeug selber, das Verteilergetriebe, das war ja immer so eine Geschichte, sinkt ja. Und so weiter. Wir haben Maßnahmen eingeführt, durch Dämmung haben wir es schon mal sehr viel leiser bekommen, aber die haben ja erzählt, man kann es sogar zerlegen und kann es nochmal neu justieren. Also das ist eine Möglichkeit. Ne? Also Iveco hat diese Thematik natürlich aufgenommen und im Rahmen der Möglichkeiten natürlich das auch schon in den Griff bekommen. Ne? Es ist natürlich so, muss man ganz ehrlich sagen, dass
ein Panzer ist es eigentlich, oder? Das heißt, ein richtiges Nutzfahrzeug. Man muss auch ein bisschen die Geschichte von dem Fahrzeug sehen. Ne? Wo kommt es her? Ne? Das Fahrzeug wurde fürs Militär gemacht. Ne? Und beim Militär gab es nie Beschwerden über das Verteilergetriebe. Ne? Die fahren auch keine 80. Also das Geräusch kommt übrigens ab 83 km/h und schneller fahren die eh nicht. Ja. Das ist so. Ne? Wobei, ich muss jetzt sagen, die neuen sind eigentlich recht gut. Und man muss sehen, was jetzt... Das war ein netter Nebeneffekt von dem Reifen hier, von dem 305er. Ne? Der hat das Drehzahlband verändert, ein Stück weit, und hat Ruhe in die Sache gebracht. Ne? Das heißt, bei dem Fahrzeug, ne, kennt man das Geräusch nur noch, wenn man es wirklich weiß, was es für ein Geräusch ist. Das ist also jetzt hier bei dem Fahrzeug kaum mehr hörbar. Gut, es gibt ja auch Streuungen, habe ich erfahren. Richtig, ja. Richtig. So, erstmal vielen Dank. Es ging ja um das Fahrzeug. Den Rest drehe ich dann mal ab mit dem Kollegen. Und fürs Mobile, wir haben ihn ja gezeigt in Friedrichshafen. Du bist auch in Friedrichshafen? Bin auch in Friedrichshafen, jawohl. Na. Danke dir. Nochmal dein Name? Ralf Stephan. Ralf Stephan. Stephan wird wie geschrieben? Mit Doppel-F. Ralf ist der Vorname? Ralf ist der Vorname, ja. So, Stephan mit Doppel-F. So ist es. Ne? Und Ralf mit PH? Nee, auch mit F. Dreimal F. Dreimal F. So, nee, ich frage nur, weil du hast die optimale Kombination aus, wie schreibt man es falsch? Ja, wahrscheinlich genau. Kommen alle Briefe in allen Schreibweisen. Es kommt immer, ne? Aber mit der Zeit gewöhnen muss ich dran. Ne? Das ist gar kein Problem. Danke dir. Tschüss. Achso, Preis, was kostet er? Dieser Umbau, also das Raupenfahrwerk, ne, liegt bei ca. 35.000 Euro. Das geht ja noch. Also du überlegst für den Einsatz, vergleichbare Fahrzeuge kosten ein Vermögen. Und ich kann es umbauen, rückrüsten. Genau. So, danke dir. Alles klar. Viel Spaß.